Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sandra, heute mit dem Thema zuckerfrei essen. Also kann ich überhaupt zuckerfrei essen? Die ersten würden immer daran denken, dass es um den Haushaltszucker geht oder den Zucker in Süßigkeiten oder in Fertigprodukten habe ich ja immer einen Anteil an Zucker drin. So sind die meisten zuckerfreien, in Anführungsstrichen Diäten, wie man sie ja sagt, zuckerfrei essen, ja auch angepriesen, dass der ganze Zucker, tatsächlich der Haushaltszucker, der weiße Zucker, vielleicht auch der Rohrzucker rausgenommen wird. Häufig ist es aber so, dass ich in einem Praxisalltag merke, dass das zuckerfrei an sich gar nicht so ganz klar ist, wo alles Zucker ist oder aus welchen Lebensmitteln am Ende Zucker entsteht. Also Zucker selber für viele relativ klar, glaube ich, ist so ein bisschen alles, was süß ist in Form des Fruchtzuckers wie Obst. Aus Obst wird Marmelade hergestellt. Wenn wir bei Brotaufstrich sind, gehört der Honig oder der Sirup dazu. Der ist ja so klassisch erstmal süß. Dann ist es so, zu dem Obst gehören natürlich auch alle Früchte oder Süßigkeiten, die daraus hergestellt werden. Also so Gelatineprodukte kennen einige von euch als diese Gummitierchen, Kuchen, Kekse. Wenn ich aber jetzt genau reingucke, höre ich ganz häufig, ja, ich kann ja auch Milchprodukte essen, die sind ja zuckerfrei. Also laktosefrei, was ich kaufen kann, bedeutet nur, dass die Laktose gespalten ist. Die Produkte sind nicht Laktose, also milchzuckerfrei, sondern es ist so, dass die Laktose durch ein Enzym gespalten wird und dadurch die Verträglichkeit der laktosefreien Produkte gegeben ist. Bei einigen Patienten, da geht es aber nur um die Laktose an sich, wenn jemand eine Laktoseintoleranz hat, also auf den Milchzucker in den Produkten reagiert. Zuckerfrei sind sie deshalb noch lange nicht, weil sie ja nur gespalten sind. Das heißt, die Milchprodukte wie Joghurt, Kefir, Molke, Buttermilch, dicke Milch, die klassische Kuhmilch und der Joghurt sind sozusagen immer mit Milchzucker versetzt. Das heißt, wenn ich zuckerfrei leben möchte, wäre es eigentlich schlau, auch den Milchzucker vielleicht aus den Lebensmitteln rauszunehmen, um eben, und darum geht es ja am Ende, den Blutzucker zu beeinflussen, weil Zucker immer eine Insulinausschüttung macht und der Blutzucker hochgeht, ist es natürlich sinnvoll, Lebensmittel, die auch den Blutzucker beeinflussen können, dort bei einer zuckerfreien Ernährung auch zu reduzieren. Sehe ich zumindest so, wenn dann konsequent. Aber das darf natürlich auch jeder für sich entscheiden, ob er das machen möchte oder nicht. Das heißt, in den Milchprodukten wie Quark, Käse, die jetzt übrig bleiben, genauso wie Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei, wenn ich die reinen Naturprodukte nehme, ist kein bis ganz wenig Zucker enthalten. Also Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei enthält keinen Zucker, während Quark und Käse nur einen anteiligen Restzuckergehalt hat. Käse wird ja aus Milch hergestellt und der Milchzucker ist natürlich trotzdem im Käse, da ich aber eher eine Scheibe oder ein Stück Käse habe, macht es häufig keine Schwierigkeiten im Blutzuckerverlauf. Daher kann Käse verwendet werden und bei Quark ist es so, dass der durch die Molke bei der Herstellung von Quark rausläuft und somit Quark nur noch einen Restanteil an Zucker enthält, die in der Regel keine Auswirkungen macht, wir daher eher eine schöne Eiweißquelle haben. Das heißt, wer sich richtig zuckerfrei ernähren möchte und auch den Milchzucker rausnehmen möchte, kann also Quark und Käse verwenden. Alles andere geht leider nicht, da es die Laktose, den klassischen Milchzucker, also enthält. Für Patienten mit Diabetes oder für den Blutzuckerverlauf, die sind natürlich aufgrund des Eiweißes bei den Milchprodukten immer langsamer. Wenn ich Natur, Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei habe, habe ich dort eher eine Eiweißquelle, aber keinen Zuckeranteil. Dann ist es so, dass die ganze Gemüsefraktion kommt. Und hier reden wir zum Beispiel bei Zwiebeln von Fruchtzucker oder bei einer Paprika oder bei einer Möhre ist auch Fruchtzucker enthalten. Das heißt, per se ist ein Gemüse eben nicht zuckerfrei. Einige merken das ja auch, dass es dann leicht süßlich ist, wenn es zubereitet wird oder weshalb gerne eine rote Paprika gegessen wird, weil da nämlich Zucker drin ist. So, was mache ich jetzt damit? Der sogenannte Fruchtzucker im Gemüse hat natürlich auch eine andere Wirkung auf den Blutzuckerverlauf. Wenn ich aber von zuckerfrei rede, müsste die Konsequenz sein, auch den Fruchtzucker aus dem Gemüse wegzulassen. Dann kann ich zum Beispiel Blumenkohl, Brokkoli nehmen, die einen geringeren Anteil haben. Aber für eine gesunde Ernährung
Wäre natürlich auch alles andere an Gemüse möglich. Ich möchte einfach nur nochmal aufklären, dass eben zuckerfrei bedeutet, dass Zucker auch in verschiedenen Arten, in Lebensmitteln, wo wir es vielleicht gerade nicht im ersten Moment sehen, auch enthalten sein können. Das heißt, Fructose zum Beispiel findet sich auch in Zwiebeln. Wer eine Fructoseintoleranz hat, sollte sozusagen die Zwiebeln weglassen. Da geht es gar nicht im ersten Moment um den Fruchtzucker aus dem Obst. Das ist also portionsmengenbedingt, sondern es geht tatsächlich um den Zucker, der unter anderem auch im Gemüse enthalten ist. Dann das letzte an Zucker, was uns übrig bleibt, ist der Traubenzucker, die sogenannte Glucose. Und die finde ich immer in Getreideprodukten oder in Beilagen wie Kartoffelreis und Nudeln. Das heißt, aus der Stärke in den Produkten wird am Ende nachher auch Zucker. Das heißt, wenn ich zum Beispiel aus einer Kartoffel Chips herstelle, weil ich die Kartoffel klein schneide, frittiere, würze oder backe, je nachdem, oder manche machen die ja auch selber im Ofen, dann habt ihr am Ende, wenn ich die Chips oder die Kartoffelecken oder die Pommes esse, eine verarbeitete Kartoffel und aus der Stärke, die dort drin wird, wird am Ende Zucker, nämlich der klassische Traubenzucker, der dann in der Blutbahn landet. Das heißt, aus der Stärke macht der Körper am Ende auch einen Zuckeranteil. Das heißt, auch Kartoffelreis und Nudeln können am Ende zu Glucose umgewandelt werden. Da das in der Regel langsam läuft und natürlich gesunde Naturkartoffeln, also Pellkartoffeln, Salzkartoffeln, Reis oder Nudeln in der richtigen Menge können natürlich verwendet werden. Was kann mir passieren, wenn ich jetzt zuckerfrei lebe? Also wir gehen mal von dem Haushaltszucker aus und ihr wollt ein bisschen der Lebensmittel anpassen. Für eine gesunde Mischkost ist natürlich immer ein Anteil der Lebensmittel wichtig, wegen der Eiweißquelle, die Milchprodukte, wegen des Gemüses, Vitamine, Mineralstoffe. Daher macht eine gesunde Mischung. Wer also zuckerfrei leben möchte oder das ausprobieren möchte, es kann immer zur Unterzuckerung kommen. Wenn ich also vorher gewohnt war, viel Kohlenhydrate zu essen, dadurch viel Zucker aufzunehmen, sehr hohen Blutzucker dadurch bekomme, also auch der gesunde Mensch kann Blutzuckerwerte bekommen, die 180 oder höher sein können. Und an den Stellen ist es so, dass eine Insulinausschüttung hinterherkommt. Und wenn ich das gewohnt bin, immer regelmäßig, ich sag mal, Süßes in der Blutbahn zu haben, dann kann es zu Reaktionen vom Körper kommen, wenn ich plötzlich das Süß weglasse oder die Portionsmengen reduziere. Das heißt, viele bekommen Unterzuckerung und merken die so mit müde, schlapp, Kopfweh, Stimmungsschwankungen, Gereiztheit. Die merken das, dass sie unkonzentriert sind. Das sind in der Regel alles Unterzuckerungen, die entstehen dadurch, dass der Blutzuckerverlauf runtergeht oder niedriger wird. Also, schaut einfach mal auf die gesunde Ernährung beziehungsweise auf euren, ja, wie soll ich das sagen, eure Zusammensetzung in der Ernährung. Vielleicht findet ihr ja ein paar Dinge, die ihr noch anpassen könnt. Häufig sind es ja die Milchprodukte, wo gar nicht klar ist, dass dort Zucker drin ist oder auch Zucker aus den Lebensmitteln wird. Wenn ihr mit Grundnahrungsmitteln unterwegs seid, könnt ihr einfach mal ins Ernährungsmaß gucken. Da sind die Portionsmengen für die Grundnahrungsmittel wie Gemüse, Fisch, Fleisch, Milchprodukte, Brot definiert. Immer pro Person, pro Tag, pro Woche. Die helfen euch einfach, eine gesunde Ernährung im Alltag umzusetzen. Und der Zuckeranteil ist speziell definiert. Wer will, kann Zucker nutzen. Aber ihr habt bei dem Ernährungsmaß immer die Möglichkeit, auch selber eure Portionsmengen unter Lebensmittel, Speisen selber zu kombinieren. Das heißt, da könnt ihr nach euren Wünschen das Essen persönlich zusammenstellen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Hoffe, dass ihr ein bisschen was zum Thema zuckerfrei mitnehmen konntet. Schaut einfach mal auf unsere Kanäle bei Insta, YouTube, TikTok oder bei Soundcloud, wer noch mehr hören möchtet, oder einfach auf die Homepage. Wir freuen uns auf euch. Lieben Dank. Macht's gut. Einen schönen Tag euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Eure Sandra. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.